Qualassio. Einen unheimlich auffälligen vierjährigen Sohn des Q7. Einige von euch haben ja wahrscheinlich Katalog und Video studiert und dann wird er euch schon aufgefallen sein. Ich war eigentlich ja nicht nur begeistert, sondern richtig hin und weg davon, als ich das allererste Video von dem Pferd bekam. Und dann habe ich gesagt, wir wollen ihn unbedingt live sehen. Und dann war das aber schon alles ein bisschen knapp mit unserer Auktionsauswahl. Die war eigentlich schon rum. Dann habe ich meinen ganzen Plan wieder über den Haufen geworfen. Und ich habe gesagt, jetzt muss er irgendwie nach Medingen kommen. Und das war dann 2 Tage vor unserem Foto und vor unserem Videotermin der Fall. Insofern wirklich das Pferd, was wir am kürzesten auf dem Hof haben. Und dem vielleicht auch so ein ganz klein bisschen diese Vorbereitungszeit noch fehlt. Aber der ist so besonders in seiner Qualität. Der hat so wahnsinnig viel Grundqualität, dass wir einfach gesagt haben, Steffi Hüffer aus Süsel, die ihn hier ausstellt, habe ich gesagt, Steffi, wir probieren es unter allen Umständen. Ich möchte dieses Pferd in meiner Kollektion haben. Und ich bin wahnsinnig froh, dass es dazu gekommen ist. Wie gesagt, von unserem Q7 abstammt. Selbst ja mittlerweile erst siegreich, ich habe es heute schon erwähnt. Mütterlicherseits Sarkozy und Don Frederico. Und das ist eigentlich seine absolute Paradedisziplin. Da brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht so viel zu erzählen. Darfst du natürlich aber. Ja, ich glaube, man sieht sofort, warum Christoph sagt, er war begeistert von diesem Pferd und wollte ihn unbedingt für seine Kollektion gewinnen. Denn er kommt hier rein und dann sieht man dieses so moderne, konstruierte Pferd, wo alles immer und in jedem Moment ins Bergauf geht. Das ist schon wirklich, da weiß er von Anfang an zu überzeugen, im Trab. Und wenn man dann den Galopp sieht, ist es genau wie Christoph sagt, eigentlich das absolute Highlight, wie dieses Pferd galoppiert, wie es seinen Körper benutzt in der Galoppade, im nach vorne an den langen Seiten, im Galoppsprünge verlängern, genauso wie im Wiederaufnehmen. Jeder Galoppsprung wirklich durchweg ins Bergauf, fleißig aus dem Hinterbein. Da hat Christoph recht, da braucht man nicht viel zu sagen, das erkennt man auf den ersten Blick. Ja, und auch da sieht man, jetzt hat er ihn gerade so ein bisschen länger gelassen über den halben Mittelzirkel. Und auch da ist es immer wieder wahnsinnig schön zu sehen, wie die Pferde, wenn sie so ein ganz bisschen den Hals tiefer nehmen, vom Widerriss an die Länge in den Hals bekommen, wie viel mehr dann noch ins Bergauf geht. Wir reden die ganze Zeit davon, dass die Galoppade so wahnsinnig von Bergauf-Tendenz geprägt ist. Und dann sehen wir ihn in einem längeren Hals und da kommt noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, da steckt noch ganz viel drin in diesem Pferd und da kann man sich wirklich sehr viel vorstellen für die nächste Zeit. Ich hatte einen Moment gestockt. Ich wollte kurz sehen, ob ich vom Schritt genau das Gleiche sagen kann und brauchte nur 2, 3 Tritte, um sofort zu sehen, das ist genau von derselben Qualität. Also wirklich ein absolut tolles Pferd und sehr schön von Jakob hier in Szene gesetzt. Ja, und manchmal bereue ich unsere Entscheidung doch schon wieder so ein kleines bisschen, dass wir am Ende nicht nochmal richtig lostraben und klatschen. Aber wir bleiben jetzt dabei. Wir machen das noch 1, 2 Mal diese Woche. Wir lassen ihn jetzt einfach entspannt im Schritt rausgehen. Auch wenn ich jetzt tatsächlich großen Spaß daran gehabt hätte, das Pferd nochmal 1, 2, 3 Runden traben zu sehen. Aber die Chance wird sich nochmal ergeben. Und wie gesagt, wir wollen ihn ja auch noch fleißig ausprobieren diese Woche. Deswegen belassen wir es dabei. Und jetzt